Ja, Leute, ihr werdet es ja nicht für die Möglichkeit halten, aber ihr seht schon, was los ist. Zeit für nächste Kippen-Review. Heute Stani-Kippe schlechthin, Marlboro Rot. Also ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich jetzt schon seit 2 Wochen versucht, den Marlboro Monday einzuführen, wo ich verschiedene Marlboro-Sorten teste. Habe ich aber immer verplant, deswegen mache ich jetzt hier diese Review an einem Samstag, glaube ich. Also, man muss ja erstmal sagen, Marlboro Rot, das ist so die Stani-Kippe, die es eigentlich gibt. So, das ist so die Stani-Kippe der Stani-Kippen. Und ist auch so, das, was jetzt so vom Geschmack und von allem, vom Taste her, vom Preis her so, eigentlich mit so das Neutralste ist, was es gibt. Also es ist einfach neutral. Das ist eine sehr neutrale Kippe so. Ich habe jetzt wirklich eine ausgedehnte Testphase hinter mir. 4-5 Packungen geraucht. Und es lässt sich nichts Negatives feststellen. Aber ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt nochmal welche zu kaufen, muss ich sagen. Also haupt mich nicht vom Hocker so. Der optimalste Rauchgenuss kommt definitiv nicht dabei rum. Wenn einem jemand aber eine Marlboro anbietet, dann sagt man auch nicht so, boah, das gefällt mir aber gar nicht so. Ne? Da gibt es andere Kandidaten, die ich noch testen werde. Von daher würde ich einfach den neutralen Score geben. Im positiven Bereich von 7 von 10. Immer gut.